Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir in der Random Nuzlocke Challenge. Wir sind hier gerade in Rosalstadt, wo Dinge selten ihren Anfang nehmen. What the fuck? Okay, die Kameraführung ist schon mal sehr cool, aber warum nehmen die Dinge hier selten ihren Anfang? Okay, sehr weird. Ich habe auf jeden Fall in der letzten Folge gelernt, ich sollte mir vielleicht mal ein paar Tränke kaufen. Eventuell sind hier jetzt sogar Pokebälle, weil wir ja inzwischen Pokebälle bekommen haben von der guten Maike. Ja, guck, das sieht doch schon viel besser aus. Dann kaufen wir uns auf jeden... Ne, wir haben schon 11 Tränke. Okay, dann kaufen wir uns keine Tränke, sondern nur ein paar Pokebälle. Ich würde sagen, komm, gib ihm richtig. Kaufen wir uns nochmal 11. Dann haben wir 20 Pokebälle. Dann gibt es hier... Oh, wir haben sogar einen Primärball dazu bekommen. Sehr, sehr nice. Wir kaufen uns auch noch ein bisschen Gegengift. Ich finde ein bisschen sad, dass es hier keinen Aufwecker oder sowas gibt. Aber gut, müssen wir mitleben. Und tschüss. So, dann habe ich nochmal nachgefragt ja in der letzten Folge, was denn bedeutet, dass meine Pokémon naiv sind und sowas. Yolooking war ja naiv. Und da hat mir der Dario Bischof gesagt, das gibt extra Werte. Und in meinem Fall wäre das jetzt minus Special Verteidigung, aber plus Initiative. Und dann habe ich das bei Fly auch nachgeguckt. Der ist froh, soweit ich weiß. Und das macht minus Special Angriff und plus Initiative. Also jetzt nicht das Allerbeste für beide, denke ich mal. Aber passt schon. So, und das hier ist jetzt eine neue Route, nämlich Route 103. Hier haben wir noch nichts gefangen. Heißt, wenn wir richtig cool sind, fangen wir hier irgendwas. Ich habe jetzt Fly noch nach vorne gepackt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hatte anscheinend auch in der letzten Folge sehr viel... ein Mogelbaum, also die Vorentwicklung davon. Okay, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, so als Tank. Ich setze zwar Zurückhaltung ein. Wow. Das macht ja gar kein Damage. LOL. Und er hat... Steinwurf. Ah! Bist du des Wahnsinns, dass der Steinwurf kann? Ja, wir müssen auf jeden Fall Yolooking einwechseln. Das hätte jetzt schon voll schief gehen können. Hä? Also ich glaube, Fly ist richtig des Todes nahe jedes Mal. Was kann da denn alles? Davon geschleudert und ist herabgestürzt. Okay, solange er nicht mal ein anderes Pokémon wieder einwechselt, dann alles cool. Ja, ich glaube, Elektro bringt gegen den gar nichts. Ne? Das heißt, ich kann nur Nachtflut machen. Mogelbaum ist richtig das assige Pokémon, muss ich sagen. Aber das wird ihn wahrscheinlich töten. Ja, scheiße. Gut, dann haben wir auf Route 103 halt kein Pokémon. So ein Mogelbaum wäre halt mega cool gewesen. Aber was soll ich machen? Ich glaube, Elektro hätte gegen den nichts gemacht, weil er halt Gestein ist. Tja, das ist jetzt dumm gelaufen. Kann ich gleich wieder zurücklaufen und mein Fly heilen. Super, geil. Läuft doch. Ey, und dann kann ich euch mal zeigen, ich habe mir jetzt einen Tracker rausgesucht. Warte, kriegen wir hin? Hier, einen Nuzlocke-Tracker habe ich mir rausgesucht. Und jetzt kann ich nämlich auf jeder Route ansagen, wen ich da so getroffen habe und so. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie der im Englischen heißt. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, Route 103 habe ich leider getötet. Heißt auf Route 103. Kann ich jetzt nichts mehr bekommen. Ist ganz praktisch für diese Challenge, nur damit ihr wisst, dass ich da auch sowas dabei habe. Genau. So, ich glaube, wir müssen in der Zukunft nach Westen, aber ich, da oben will ich auch gar nicht hin. Ich muss halt mein Fly ein bisschen, er lässt mich jetzt tatsächlich durch, ich muss mein Fly ein bisschen trainieren, weil der halt leider nur Level 2 ist. Wie cool ist das denn? Die Winguls fliegen hier einfach rum. Oh Mann, dieses Spiel ist so schön, ich fasse es nicht. Das hier müsste jetzt auch wieder eine neue Route sein, oder nicht? Ja, Route 102. Hätte ich vielleicht lieber erstmal hier hingehen sollen. Ich bin sehr gespannt, was wird hier unser Pokémon sein, das wir fangen dürfen. Ein Trassler! Okay, ein Psycho-Pokémon wäre richtig geil. Ich hoffe, das ist jetzt auch nur Level 2 oder... Es ist sogar Level 3! Oh nein! Tja, Psycho. Ist Psycho richtig assig oder nicht? Zurückhaltung ist halt eigentlich eine mega gute Attacke, weil die macht, dass das gegnerische Pokémon mit mindestens 1 HP überleben kann. Aber da das eben schon so schlecht war... Das hat auf jeden Fall eine höhere Initiative als Fly. Ach man, die machen alle so viel Damage. Wie viel Damage macht Windstoß? Gar nichts. Ey, Fly ist so schlecht, ohne Witz. Also noch. Wenn er dann irgendwann bei Level 3 ist, dann können wir mal über was anderes reden. Aber ich glaube, ich muss jetzt wieder Yolooking einsetzen. Das bringt ja alles nichts hier. Ich glaube, ich habe das auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, diese ganze Challenge. Spezialverteidigung. Wurden getauscht? Okay, böse. Wir könnten ihn paralysieren. Ja, komm, wir paralysieren ihn mal mit Donnerwelle. Und wenn er paralysiert ist, und er ist ja auch nur Level 3, dann sollte doch die Chance recht hoch sein, dass man ihn einfach so fangen kann, oder? Auch wenn er nicht so viele Leben hat. Hier, friss diesen Pokéball! Flieg und sieg, kleiner Ball! Wow! Oh, sogar dafür gibt es eine Animation, wo so eine Hand reinkommt. Mega gut. Okay, ich drücke nach unten und ich drücke B. Unsere schwächste Attacke ist Donnerzahn, deswegen probiere ich es dann mal damit und hoffe, dass er nicht stirbt. Kannst du es mit... Schlecht. Fuck, ey, jetzt habe ich zwei Routen und zweimal keine Pokémon bekommen. Das ist richtig kacke. Also das lief in der letzten Folge auf jeden Fall besser.
eigentlich war mein Ziel heute... Oh Gott, das ist unser erster Trainerkampf, ne? Und ich habe nur 2 Pokémon. Oh nein. Das ist richtig schlecht. Ich wollte eigentlich zum ersten Arena-Leiter. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen trainieren. Also zumindest möchte ich Fly auf Level 5 haben. So viel ist ja schon mal klar. Dann können wir auch mal gucken, was es hier sonst noch gibt. Nee, es ist wieder ein Trassler. Ist in Ordnung. Aber mit 2 Pokémon will ich doch nicht zum ersten Arena-Leiter gehen, oder was? Das ist halt auch wieder so ein Zwiespalt. Man kann jetzt relativ viel trainieren, um seine Pokémon natürlich hochzubringen. Dann ist aber die andere Sache, wenn man zu viel trainiert, dann sind deine Pokémon ein zu hohes Level und du kannst halt gar nichts mehr fangen. Da haben wir ja jetzt schon das Problem. Und Safcon. Hätte ich auch cool gefunden, wenn wir einen Safcon gekriegt hätten für Smetbo. Obwohl das Trasta schon mega, mega cool gewesen wäre, ne? Man kann Flyer den sogar mal alleine verdichten. Ach nein, da hat er Elektroball. Aber Elektroball scheint nicht allzu stark zu sein, obwohl es sehr effektiv ist. Das hat mir ja der Daniel Bischof zum Glück gesagt. Und ein zweiter Windstoß sollte dann lang, um ihn zu töten. Perfekto Busto. Fly hat mal was alleine gerissen. Ich bin sehr stolz auf dich, Fly. Wenn du jetzt Level 4 werden könntest. Mega nice. Ja. Okay, Fly ist jetzt Level 5. Er hat Wasserschuriken gelernt. Was? Okay, Fly scheint ein Wasserninja zu sein. Schleudert dem Ziel Wurfsterne aus einem verdickten Sekret entgegen. Oh, eine Serientacke, die 2 bis 5 Mal trifft. Mit so einem Level 5 Fly können wir es mal wagen. Oh Gott, da guckt mich schon so an. Target locked. Gott, unser erster richtiger, offizieller Trainerkampf in der freien Natur. Der nicht gegen unseren Rivalen ist. Gott, Bob! Nein, er ist einfach ein Gott! Nein, oh nein, was hat er? Was hat so ein Gott denn als Pokémon? Ich weiß nicht, wie es heißt. Die Vorentwicklung von Chanera. Vermute ich einfach mal. Schapuffel vielleicht. Vonera. Okay, hat man drauf kommen können. Cool, wir können mal die Wasserschuriken ausprobieren. Piu, piu, piu. Ja, macht nicht so wenig Damage. Sogar ein Volltreffer. Er trifft auch häufiger. Noch ein Volltreffer. Hä? Okay, Fly ist richtig krass. Guck mal, der macht die ganze Zeit Volltreffer. 3-mal getroffen, 2 davon Volltreffer. Gar nicht so schlecht. Sie hat Stampfer. Ich habe bei jeder Attacke Angst. Oh mein Gott, dass die viel Damage macht. Ja, die Wasserschuriken liefen ganz gut. Los, mein kleiner Ninja Fly. Töte sie mit deinen Wasserschuriken. Triff einfach 5-mal und dann sollte... Ja, komm, einmal noch. Einmal noch, come on, ja. Fly, woo. Geil, wir haben unseren ersten das war ja gar kein Arena-Leiter. Unseren ersten Kampf besiegt, geschafft. Und das nur mit Fly. Also dafür hast du dir Level 6 redlich verdient. Ich habe aber nachgeguckt, Fly wird sich mit Level 18 entwickeln. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Das heißt, beim ersten... Wow, Alter, fast Level 7 geworden. Beim ersten Arena-Leiter wird das noch nichts. Aber danach... Ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Ja, genauso wie ich. Gib mir dein Geld. Wir haben uns dann nicht mal Leben abgezogen. Da können wir hier nochmal gucken, ob es hier vielleicht noch andere Pokémon gibt. Okay, soweit so gut. Ich bin richtig unter Stress irgendwie bei dieser Challenge, weil alles mögliche, alle möglichen Attacken haben kann und auch überall sein kann. Diese Randomizer-Dings macht das auf jeden Fall sehr viel krasser. Ach, guck mal, Fly haut hier seine Windstöße raus. Fly ist jetzt richtig krass. Seit Fly Level 5 ist, kommt gar nichts mehr an ihm vorbei. Krass. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir Yoloking nicht vernachlässigen, weil das ist halt unser Starter und das ist natürlich unser coolstes Pokémon, das wir bisher so haben. Ich kann mir vorstellen, dass es... Ne, hier gibt es ganz viele Trainer. Okay, das wäre deine Trainerfolge, wie ich sehe. Das ist eigentlich ein Käfersammler. Der sollte Fly gute Dienste leisten können. Hoppla, unsere Blicke haben sich getroffen. Das heißt, dass ich mit Käfer-Pokémon gegen dich antreten werde. Fressen? Vögel nicht Körner? Ja, ne? Ich glaube, da haben wir eine sehr gute Chance, den einfach kaputt zu machen. Wir sollten den jetzt nicht wässern mit unserem Wasserschuriken. Deswegen Windstoß in dein Kern hinein. Okay, das nimmt mir schon mal ein bisschen Druck, dass Fly hier andauernd Crits macht und sehr effektive Sachen macht. Ist sehr, sehr gut. Hallo, bist du kein Trainer? Nein, ich bin einfach nur klein. Und ich sehe Bären, da oben sind Bären. Oh, bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Bringt Unlicht was gegen Gestein? Komm, für die Wissenschaft! Nachtflut! Ja, okay, scheint was zu bringen. Bats! Ja, auch gar nicht so schlecht. Er hat Felsgrab drauf. Aber, ja, YOLO. YOLO hat ja keine Schwächen zum Glück. Aber das ist schon mal ein gutes Training hier gerade, weil die erste Arena-Leiterin ist auch von Typ Gestein. Dann können wir mal sehen, wie krass die so gegen unsere Pokémon sind, Gesteinstypen. Finde ich gar nicht so schlecht, dass hier gerade mal Gestein ankam. So, YOLO ist dann auch endlich Level 7. Noch ein Kleinstein. Wollen wir wechseln? Ich trau mich nicht. Sorry, Fly. Ich trau mich nicht. Dann hat er am Ende Kleinstein. Okay, der ist Level 2. Hätte ich locker austauschen können. Aber dann kann das irgendeine assige Attacke und dann stirbt mein Fly und dann habe ich nur noch ein Pokémon und was soll ich denn dann bitte in dieser Challenge noch machen? So, dann hoffe ich jetzt, dass wir in die nächste Stadt kommen. Ja, Blütenburg City! Oh. Nein!
Sie hat sich einfach umgedreht. Ich war gar nicht bereit. Mein Ziel, immer gewinnen und zum besten Trainer aller Zeiten werden. Aber das ist doch mein Ziel. Sie hat zum Glück nur ein Pokémon. Aber wenn die nur ein Pokémon haben, dann ist das meistens ein hohes Level, nicht wahr? Ja, Level 5. Quiekel. Wie groß das Quiekel auch ist gegen unseren Fisch gegenüber. Ja, Unlicht ist, glaube ich, immer eine gute Attacke. Let's go. Lawine. Eine Eisattacke. Eisattacke ist, glaube ich... Ah! Bist du denn des Wahnsinns? Ach du Scheiße. Ich werd gar nicht... Okay. YOLO, du musst jetzt deine Nachtflut treffen und als erstes dran sein. Und wehe, das Quiekel überlebt das aufs irgendeinem... Okay, okay. What the fuck? Zwei Leben? Das war mehr als fucking knapp. Ach du Scheiße. Wow, was... Okay, ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch mehr. Ich gehe ganz langsam, aber wirklich ganz, ganz langsam. Wenn hier gleich noch ein Trainer kommt und mich irgendwie anmauzt... Nein! Bitte, nein! Mike, no! Ey, wehe, die will jetzt gegen mich kämpfen. Hey, wie läuft's, Dizzy? Schleichst du dich auch immer schön an versteckte Pokémon an? Oh, hey, schau mal, Dizzy. Ich will nicht schauen, ich will einfach nur mein Pokémon heilen. Ich hätte es sofort machen sollen. Oh. Smetbo-Klone. Da ist doch die neue Stadt. Bitte lass mich einfach in die Stadt. Guck mal, das ist das Pokémon-Center. Das ist meine Rettung. Bitte, ich will einfach nur... Naja, guck mal, da drüben ist Blütenburg City. Ist nur noch ein Mauzi-Sprung entfernt. Und dein Vater Norman ist doch dort Arena-Leiter, oder? Den muss ich unbedingt zum Kampf herausfordern. Aber erst muss ich stärker werden. Bis dann. Oh Gott, okay. Ein Glück, sie will nicht gegen mich kämpfen. Und hier kommt jetzt auch nichts mehr. Wir sind einfach in der neuen Stadt. Ich gehe instant ins fucking Pokémon-Center. Das war mehr als knapp. YOLO wäre mir fast gestorben. Wegen einer Kackattacke. So, und was meinte Maike? Unser Vater ist hier Arena-Leiter, oder was? Das ist natürlich auch heftig deftig. Ja, Norman ist unser Arena-Leiter. Ich glaube, er ist mit seiner Familie aus der Johto-Region hergezogen. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst nagt? Da ist er. Das ist unser Vater. Na, wenn das nicht der Dizzy ist. Dann hat der Umzug also geklappt, ja? Aber lass uns erstmal reingehen, ich will dir meine Arena zeigen. Ui, eine sehr kleine Arena. Mit ein paar Tatami-Matten. Sag mal, hast du es hier einfach alleine ja geschafft? Ich bin sehr beeindruckt. Ich dachte, du bist ein Loser. Dizzy, wenn du ein guter Trainer werden willst, höre auf mein Rat. In der Nähe ist Metarost City. Da wirst du die Arena-Leiterin Felicia finden. Fordere sie heraus und bringe Schande über ihre Familie. Das ist der Wunsch deines Vaters. Und nun geh. Okay, Papa, was immer du sagst, Papa. Was kriegen wir hier? Bitte was Gutes. Oh, noch eins? Noch ein Mobile. Also wie gesagt, so ein Mogelbaum fände ich schon sehr, sehr cool als Tank im Team. Jetzt ist die Frage, mit Wasser sollte man dem gut Damage machen, oder? Auch so, dass er hoffentlich nicht stirbt. Das ist ja meines Wissens Gestein. Okay, ja, klingt ganz gut. Hör aber bitte... nicht noch einmal. Langt schon. Nein, es langt. Mann, Fly. Ich krieg kein fucking drittes Pokémon. Es sah so gut aus. Und dann trifft er viermal von maximal fünf, die er treffen kann. Ich glaube, Fly ist ein bisschen eifersüchtig und will nicht, dass noch ein weiteres Pokémon neben ihm ins Team kommt. Ey, das ist so schlecht, ne? Also ich glaube, ich hätte sowieso keinen Mogelbaum bekommen, weil man das ganz, ganz komisch, glaube ich, aufleveln müsste. Aber es wäre trotzdem schön, mal ein drittes Pokémon irgendwie zu haben, nicht? Oh, das wird eine Challenge, wenn ich nur zwei Pokémon habe. Ich hätte ja dann gleich eine One-Man-Challenge machen können. Ein Pichu. Ja gut, gegen ein Pichu ist so ein Fly natürlich eher ungeil. Ja, wir müssen auf jeden Fall YOLO-King reinhauen. Elektro gegen Elektro. Weiß jeder, ist nicht so stark. Stärkt sich womöglich sogar eher noch. Oh, aber der hat noch Slam-Attacke. Aber kein Problem für uns mit unserer Nachtflut. Bin so froh, dass er Nachtflut drauf hat. So. Ein Shinux? Shinux ist auch Elektro, nicht wahr? Level 6! Der ist einfach Level 6! Dann wird es auch schwer, unter diesem Level Cap zu bleiben, bis zum nächsten Arena-Leiter. Oh, der ist nicht mal tot. Notsituation! Ich glaube, das wird richtig viel. Holy shit! Ja, gut, ich bleib dabei. Hoffentlich greifen wir jetzt erstes an. Sehr gut. Mann, YOLO King stirbt mir immer fast weg. Was ist denn das? Er hat jetzt einmal zwei Leben gehabt, einmal ein Leben. Zweimal wäre er mir fast verreckt. Holy fucking shit. Ich muss hier ganz schnell wieder weg. Gut, viel mehr gibt's hier dann nicht. Er wird garantiert auch ein Trainer sein. Hallo, Kleiner. Nee, sorry. Meine Pokémon sind völlig erschöpft. Und du willst doch bestimmt kämpfen.
Warum will denn hier keiner kämpfen? Was ist denn los mit den Leuten? Aber er sieht aus, wie, als wenn er kämpfen möchte. Ist ja vielleicht auch irgendwas versteckt. Nee, ne? Und da ist ein Wald. Wälder sind ja natürlich auch immer ganz schön interessant. Oh, ich bin reich. Und da mir gerade langweilig ist, bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit dir. Schoolgirl, Jimmy, das passt so gut, dass er ein Schoolgirl ist. Freier Fall. Ich will bitte nicht in die Luft. Nein, bitte nehme ich nicht mit. Ich kann selber fliegen. Ich brauche dich nicht dafür. Keine Wirkung auf Fly. Ich kann nämlich fliegen, Bitch. Wir sind einfach der King. Fly ist der King. Das macht gar kein Damage. Sehr gut, Fly. Aber wir sind trotzdem der King. Oh, Lawine schon wieder. Nein, lass doch deine Lawinen. Oh, Mann. Wieso haben die alle so krasse Attacken drauf? Jolo, du musst das jetzt, du musst das rausreißen. Der Typ wird doch garantiert Flug sein, oder? Das heißt, mit Elektro sind wir dann ganz gut dabei. Das ist der Kreuzdonner des Todes. Alter, okay. Die Attacke sah ja richtig pornös aus. Mega, mega gut. War nicht sehr effektiv, oder was? Okay, weird. Okay, Jolo ist Level 8. Wäre schön, wenn seine Special-Angriff ein bisschen steigt, aber stattdessen steigt immer nur seine Initiative und sein Angriff. Das brauchen wir halt gar nicht irgendwie. Fly erreicht auch noch Level 9. Sehr, sehr gut. Und Fly erlernt Dampf, weil so. Oh, Fly hat aber richtig gute Attacken drauf, so. Tja, gucken wir jetzt nochmal kurz in den Wald rein. Ich habe Angst, dass die Pokémon da richtig, richtig stark sind. Jetzt ohne Witz. Wir werden auf jeden Fall gegen keinen Trainer hier kämpfen, my guess. Was ist denn das für ein Wald? Ah ja, der Tipps für Trainerwald. Sehr gut. Ja, da ist auf jeden Fall ein Trainer. Da ist aber auch ein Pokéball. Die Items in der Overworld sind halt auch random. Ich würde ungern gegen den kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Tschüss, ich will nur den Pokéball. Lalalala. Toll, eine Beere. Würde man im normalen Spiel auch Beeren finden? Ich glaube nicht, fast nicht. Okay, wir gucken auf jeden Fall einmal, was wir hier für ein Pokémon bekommen. Ich möchte jetzt mal ein drittes Pokémon. Bitte, bitte, Spiel. Gib mir doch bitte mal noch ein Trassler. Ich kriege ja immer dieselben Pokémon. Kann das sein? Immer Mogelbäume und Trasslers. Okay, das ist diesmal nur Level 4. Wir sind Level 9. Okay? Wir sind Level 9. Heißt, der wird ja wohl jetzt nicht so viel Damage machen, dass das irgendwie kacke wäre. Wir setzen jetzt einfach die ganze Zeit Zurückhaltung ein. Dadurch sollte das Trassler dann auf jeden Fall mit einem Leben überleben. Macht auch schon sehr, sehr viel Damage, muss ich sagen. Fly ist schon stark. Okay, das sieht jetzt aber gut aus. Wir haben ihn jetzt schon geschwächt. Wir könnten ihn vielleicht noch mit Yolo King paralysieren, wenn das jetzt nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, wir probieren das jetzt aus, mit einem Pokéball Trassler zu fangen. Und ein B ist gedrückt, und ein B ist gedrückt, und ein B ist gedrückt. Bitte, ich hätte gerne ein drittes Pokémon in meinem Team. Eins. Ach man, er hat das so eine schlechte Fangrate. Eins. Zwei. Drei. Yes! Wir haben ein drittes Pokémon, Leute! Oh, ich bin so froh, dass wir wenigstens ein Pokémon bekommen haben. Psychofee. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Boah, das wiegt einfach 6,6 Kilo, obwohl es so klein ist. Trassler hat die Fähigkeit, die Emotionen von Menschen wahrzunehmen. Wenn sein Trainer gute Laune hat, ist dieses Pokémon ebenfalls fröhlich. Und zwar wird das der Score-Off. Der wollte nämlich irgendwas Psychomäßiges sein oder irgendwas Retardetes. Passt irgendwie beides zu Trassler, deswegen perfekt für ihn. So, wir schauen natürlich auch bei Trassler nach, was der für ein Typ ist. Sanft. Okay. Sanft macht Plus-Verteidigung und Minus-Verteidigung. Toll. Also gar nichts, ja? Ist einfach neutral. Bringt gar nichts. Aber ist äußerst ausdauernd. Das heißt wahrscheinlich, dass er viele Leben hat, nicht wahr? Und mit diesem Teilerfolg würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir dann garantiert gegen den ersten Arena-Leiter kämpfen. Ich bin gespannt, ob wir da überleben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.